So, blaue Tränke wollten wir. Ich glaube, die Forschung hat das vielleicht schon freigeschaltet. Nein. Okay, gucken wir einfach mal alles durch. Du bist gerade in der Forschung. Module brauchst nicht, das brauchst nicht, das. Ne? Concrete. Was war das hier alles? Achso, das waren irgendwelche so Programmiersachen. Das will ich auch nicht unbedingt. Das sind alles Munitionsdinger. Nee. Ah, hier. Chemistry. Okay, bräuchte nur noch Batterien. Batterien brauchen Scharwefel. Und das war's. Also, nachdem das durch ist, Schwefel, Batterien, blaue Tränke. Und das schaltet noch sehr viele andere Sachen frei. Ja gut, zack. Also auch das wieder wurde wieder von Hardcore angepasst. Was ja ganz schick ist. Kupfer kommt hier nicht an. Weil es da alles braucht wurde. Genau, das war auch noch auf der Liste die von Dingen, die wir machen wollten. Und zwar hier dafür zu sorgen, dass mehr Kupfer auf das Feld kommt. Das heißt, du gehst mal von hier nach da, du gehst mal da hoch, kriegst da ein Ärmchen, go. So, doppelt so viel Kupfer. Was dann hoffentlich dafür sorgt, dass wir noch mehr Chips haben. Warum kommen keine roten Chips? Weil kein einziges Stück Draht ankommt, weil kein einziges Stück Kupfer ankommt. Dann kriegt ihr mal hier von mir ein bisschen was gesponsert, dann gucken wir mal da. Ah, viel besser. Sehr schön. Ratter, 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 ratter. Sollte bis da oben hinlaufen. Ich denke, ich schmeiße es auch gleich mal hier in die Kiste, damit sich das nicht irgendwie staut, weil grüne Chips werden wir später ganz, ganz viele brauchen. Ganz, 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 ganz viele. So, alles erstmal da rein. Dann Betonboden, sagt der Geo in der Vergangenheit. Und noch irgendwas. Blaue Tränke. Blaue Tränke war der Fokus. Damit wir die auch noch automatisieren können. Ja, stimmt. Tränke automatisieren. Wäre auch noch von Vorteil. Und dafür bräuchten wir nur die gelben Ärmchen bisher. Und Transport Bells. Transport Bells sind nur Eisenzahnräder dafür. Und nochmal mehr Eisenzahnräder. Das heißt, wir könnten hier theoretisch eine Transport Belt Automatisierung machen. Dann müssten wir da noch irgendwie die gelben Ärmchen abzwacken, weil wir die ebenfalls für die Tränke brauchen. Aber das sollte auch gehen. Ja, das sollte auch gehen. Bau mal davon zwei. Und schnapp dir mal ein bisschen Eisen. Davon sollte eigentlich auch genug hier sein. Weil die Schmelzöfen da eh auf Übertouren laufen. Und es buddelt sich keiner gut durch. Das ist gut. So, du bau mal hier das Ding hin. Leite das von da nach da weiter, von das nach da hin und du machst bitte die Fließbänder. Gut. Jetzt brauchen wir von hier die Ärmchen. Das heißt, rotes Ärmchen, Untergrundfließbänder. Das heißt, du legst es von hier nach da, von da geht es in ein Untergrundding. Da geht es hoch. Und hier. Hier rum, da, nee, das ist falsch rum. Ja, Angriff. Fünfte beschießen ist okay. Ich hätte jetzt gerne die Fließbänder von hier ebenfalls auf das Fließband drauf. Allerdings auf der anderen Seite vom Fließband. Das heißt, so. Und wir brauchen hier mehr Licht. Ah, ist doch gut. So, so, so. Geht sich sogar noch einigermaßen Muster auf. Das ist schön. Du. Da mehr blaue Ärmchen. Gut. Ist hier noch was über? Nö, du hast kein Eisen. So, dir fehlt noch. Da. Warum haben wir eigentlich blaue Ärmchen automatisiert? Also für den Eigenbedarf, ja klar, aber wir brauchen das nicht für irgendwas anderes, oder sehe ich das falsch? Dafür brauchen wir nur die gelben. Hm. Na gut. Also die werden schon mal hergestellt. Ich schmeiße einfach so lange in die Kiste, bis ich weiß, was ich damit machen soll. So, so, so. Die kommen dahin. Genau, und jetzt kann ich hier grüne Tränke machen. Rote Tränke wären ja einfach nur Kupfer- und Eisenzahnräder. Mal wieder. Das heißt, ich könnte von hier aus Eisenzahnräder... Ich komme nicht in das Kupfer ran. Da muss ich gucken.
Also ich hätte gerne mindestens 3 Fabriken für rote Tränke, 3 Fabriken für grüne Tränke. Ähnlich wie wir es da oben ja auch theoretisch irgendwo haben sollten. Okay, wir haben eine Fabrik für grüne Tränke. Was erklären könnte, warum das Ganze nicht so schnell läuft. Nö, sind alle abgedeckt. Okay, aber es sind nur 4 Labore. Eigentlich sollten es, keine Ahnung, 10 sein oder so. Das wäre eher in dem Maßstab, wie wir es die letzten Staffeln hatten. Aber ich finde es schick, dass die Lavalampe so gute Ausmaße annimmt. Also was jetzt Lavalampengenerierung angeht, habe ich mich ja immer so ein bisschen gedrückt, weil das viel zu viel Friemelkram ist. Und habe dann eher die Roboter gepusht, die möglichst schnell zu bauen. Aber das hat bisher hier noch nicht so ganz geklappt. So, was wollte ich hier oben? Ich wollte eigentlich die Dinger da abholen und mir Beton setzen. Und dann die zweite Mauer außenrum noch weiter bauen. So, her damit. Automatisierung mit den Transportrobotern, die ist halt am Anfang immer recht lästig, weil sie so tierisch langsam sind, die Roboter, ohne Upgrades. Aber die Konstruktbots könnte ich relativ schnell herstellen und dann mit den Blueprints solche Sachen wie die Mauern hier wenigstens einen Auftrag geben. Das dauert dann zwar auch Ewigkeiten, bis es gebaut wird, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Also, außer wir werden sofort angegriffen. Aber es ist nicht so schlimm wie jetzt eine grüne Chipfabrik, die keinen Draht bekommt oder irgendwas in der Richtung. Das ist wesentlich schlimmer, weil es halt die ganzen dahinterliegenden Produktionsketten ausfallen lässt. Aber ein Mauerbau, das ist dann halt nur schlimm, dass wir nicht verteidigt werden. Also nicht super duper verteidigt werden. Die eine Mauer macht bisher ja eigentlich eine ganz gute Arbeit. Noch ein guter Punkt für den Konstruktbots wäre automatisches Reparieren. Damit ist das Ganze für mich quasi schon im Sack. Also ja, ich gehe jetzt demnächst wieder in Richtung Roboter. Aber nicht für den Transport, sondern für die Instandhaltung und Mauerbau und dergleichen. Also Infrastruktur. Ich weiß noch gar nicht, was ich dafür jetzt alles brauche. Ich brauche auf jeden Fall die beiden Sachen automatisiert. Was ein bisschen nervig ist wegen dem Blueprint, aber das sollte gehen. Hier, wo kommen die ersten Roboter? Da. Wir bräuchten Robotics. Dafür brauchen wir auch nur Batterien. Ja, alles machbar. Construction Bots, kostet die irgendwie jetzt was anderes? Nö. Ja, ist alles machbar. Gut, 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 gut. Da. Sind inzwischen... Oh, Angriff in der Mitte der Basis. Oh, ist meine Gatling Gun, meine Präzisions-Gatling Gun. Ich werde wieder nicht sehen, wo es war. Es müsste irgendwo hier mittig gewesen sein. Oh, die Türme wahrscheinlich erledigen. Ja, sehr gut. Grün und Rot. Mehr. Viel, viel mehr Forschungslabore. Das klappt so sonst nicht. Kommt eigentlich jetzt mal Kupferdraht auch oben an? Nö. Okay, ich brauche noch einen Drill und noch einen Schmelzofen. Dafür fehlen wieder Ziegel, die ich verballert habe. Nee, nee. Jetzt mal da, dann kann der Friemelrest da unten auch noch weggemacht werden. Du bist fast durchgehend ausgelöst. Ausgereizt. Ich sollte... Oh. Das schaut nicht gut aus. Machen wir hier ein Tor. Habe ich da Ärmchen vergessen, ha? Huh? Ja. Ich habe allgemein noch recht viel vergessen, was die Verteidigung angeht. Das sollte ich auch zwischendurch immer schön machen. Du bist voll, das ist okay. Du stehst irgendwie auch falsch, kann das sein? Ich glaube schon. Mach mal weg. Da gehörst du hin. Hier sind gar keine Türme. Was ist hier los? Habe ich das wirklich alles so stark vernachlässigt hier? Menno. Okay, also Eisen holen, Türme bauen, Türme setzen. Hoffen, dass das da irgendwann mal durchtickt. Der Turm hier oben wird wahrscheinlich recht sinnlos sein, aber dennoch, der Vollständigkeit halber wird es nicht schaden. Blaue Ärmchen, mach mal selber. Ah, okay, fast kein Eisen für. Mach trotzdem mal die zwei Ärmchen noch hier hin.
So, ihr habt alle. Oh, man merkt, den Unterschied merkt man immer richtig gut. Es sollten zwar eigentlich nur 20% sein. Gefühlt sind es aber 50. Und wenn wir dann später Beton haben, wird es noch geiler. Sehr schön. Rumflitzen in der Basis. Und Autobahnen zu Gegnerbasen bauen. Was mache ich hier? Achso, es gab die Meldung, dass ein Rohr vernichtet wurde bei einem Angriff. Ich glaube, das habe ich aber schon in der letzten oder vorletzten Folge gefixt. Das sollte okay sein. Weil es kommt ja offensichtlich Hydrogen an und ich verhungerdurste Luft. Ja, da hinten. Oh, oh, Kohle. Okay. Planänderung, wir schnappen uns die Kohle, was echt nicht viel ist. Aber wenn der Metall total zugemüllt ist, schmeißen die Kohle hin, laufen dann runter, machen Essen, trinken, Wasser, Luft. Voll. Wo ist die Kiste da? Und dann holen wir neue Kohle, nachdem das Inventar aussortiert wurde. Das sieht echt hässlich noch aus da. So, da ist die Auftankstation. Nom nom, gluck gluck, schluck gluck. Voll, okay. Wo waren die Wegsortierkisten? Keine Ahnung, irgendwo ich... Da. Da, wo doch vorbeigelaufen sind. Kohle hätte ich gerne. Die ganze Muni... Was ist das alles? Ich habe da was Großes langlaufen sehen. Und einen Schmelzofen hast du mir kaputt gemacht. Das ist nicht... Lebt noch was? Läuft immer weiter nach unten, das Drecksding. Wow. Da. Hat überlebt, was... Ich sehe dich. Du warst schon mal eine Nummer härter, was auch immer du warst. Hab das im Tooltip nicht wirklich gut sehen können. Repair, repair, repair. Okay. Garstig, garstig, garstig. Eine Kiste mal hier und schmeiß die Sachen hier rein. Also, die ganzen Tanks können weg. Untergrundwelt nicht unbedingt. Holz kann weg. Weg, weg, weg. Mauern sollte ich eigentlich gleich setzen. So. Jetzt nehmen wir die restliche Kohle. Das reicht dann hoffentlich für eine Weile. Dann setze ich ein paar Mauern, dann passt das. Achso, ja, und Eisen holen, nicht vergessen. Britzel, Britzel, Britzel. So, da. Das reicht hoffentlich so eine Folge oder zwei. Du nimm ein wenig Eisen, bitte. Und baue Dinge. Und zwar die Türme da. Brauch ganz viele Zahnräder. Zahnräder haben wir nicht. Irgendwo eine extra Kiste getan. Mach das doch mal. Das wird das Ganze nämlich doch ein wenig vereinfachen. Stahl brauche ich nicht. Ja. Das war jetzt alles für die Munition. Das war alles dafür. Ich brauche definitiv mehr Ziegelsteine. Haben wir hier irgendwo vielleicht noch ein kleines Steinfeld, das ich nutzen könnte? Damit ich nicht immer nach ganz oben links dahin rennen muss. Unter dem Wald hier irgendwo? Nö. Nam, 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 nam. Na gut. Den halt dahin. Wobei, die Mauerproduktion kann ich jetzt anhalten. Mach die mal. Weg. Die mal weg. Und mach da jeweils so eine Kiste hin für die Ziegel. Also ich hoffe zumindest, dass die Mauern jetzt reichen. Wir dürften jetzt komplett, also demnächst komplett rum eine Zweiermauer haben. Sollte vorerst reichen. Und die Ziegel sind halt wichtiger für den Bau von den Schmelzöfen, von den Schmelzöfen, von der Betonierungsgeschichte und. Ja, hier geht wieder nicht. So. Hier fehlt die Türme. Da. Da wird jetzt ein bisschen Muni drauf gehen, aber das Fließband ist ja, wie man sehen kann, fast voll. Das sollte okay sein. Hast. Hier geht's weiter.
Ohne Ärmchen. Pau. Nachdem du das gebaut hast, ganz viele blaue Ärmchen. Mhm. Da, da. Okay, einmal durchgehen, Ärmchen setzen, dann durchgehen. Maschinen, Gatling Gun, Türme des Todes hinsetzen. So. Oh. Das ist nicht gut. Mach. Ja komm, was soll's. Mach hier extra einen Splitter hin. Und lass das da rumlaufen. Und da reinlegen. Ich brauche unbedingt die Landfill-Mod. Sollte ja eigentlich keine Kompatibilitätsprobleme verursachen. Aber wer weiß, wird das trotzdem alles vorsichern. Und dann können wir hier die ganzen kleinen Seen zumachen. Das wäre ja doch schon recht schick. So.